Das Deutsche Reich hat dann 1916 einen Friedensvorschlag unterbreitet für einen fairen Ausgleichsfrieden zwischen allen Beteiligten, ohne dass einer den anderen übervorteilt hätte. Der wurde von England brüsk abgelehnt. Daran sieht man auch wieder die Motivlage. Ja, wenn alle hineingeschlafwandelt wären, dann hätte England auch ein Interesse gehabt. Es sind ja auch seine Söhne an der Front gestorben. Das ganze British Empire, also vor dem Ersten Weltkrieg, war ein Viertel der Landmasse der Erde von den Engländern beherrscht. Und das lief über Ausbeutung und Unterdrückung. Man unterdrückte die örtlichen Bevölkerungen, kaufte sich örtliche Fürsten ein, also zum Beispiel Indien. Wie konnten die kleinen Engländer dieses riesengroße Indien beherrschen? Ganz einfach. Sie haben sich die kleinen indischen Fürsten durch Bestechung und Druck und wie auch immer gefügig gemacht, und die haben dann im englischen Auftrag ihre eigenen Leute unterjocht und ausgebeutet. In Manufakturen, mit denen dann zu Hungerlöhnen hier produziert wurde in der dritten Welt unter englischer Herrschaft, und dann wurden die Waren monopolartig über die ganze Welt von den Engländern verkauft. Das war das englische Geschäftsmodell über Jahrhunderte. Und dann ist das Deutsche Reich entstanden und hat nicht durch Unterdrückung, nicht durch Ausbeutung von anderen, sondern durch ehrliche Arbeit, durch Bildung und ehrliche Arbeit auf einmal bessere, günstigere Waren hergestellt als das englische Imperium. Die Bagdadbahn wäre ein Transportkorridor gewesen von Asien nach Europa, den Deutschland geendet hätte, und man hätte überhaupt keine englischen Schiffe mehr gebraucht, um Waren aus Asien nach Deutschland zu holen. Und damit war dann auch im Endeffekt die englische Dominanz über den Suezkanal nicht mehr wichtig. Wenn die Bagdadbahn fertig gebaut worden wäre, dann hätte eben dann das türkisch-osmanische Reich und Deutschland, Österreich, Ungarn diese eurasische Landplatte dominiert. Das Deutsche Reich angesucht bei der belgischen Regierung und darum gebeten, für Geld durch Belgien hindurch marschieren zu dürfen, die belgische Eisenbahn benutzen zu dürfen für den Transport deutscher Truppen an die französische Nordflanke, weil natürlich Belgien im Norden an Frankreich grenzt. Das war eine offizielle diplomatische Anfrage der deutschen Regierung, für Geld das machen zu dürfen, weil das ja lebenswichtig für unser Land, sich hier gegen Frankreich verteidigen zu können. Dann hat das aber die belgische Regierung abgelehnt auf französischen Druck. Erst dann sind die deutschen Truppen in Belgien einmarschiert, aber haben sich sehr anständig verhalten gegenüber der Bevölkerung, weil gegen Belgien lag ja nichts vor. Man brauchte das leider als Aufmarschgebiet dann gegen Frankreich. Und was hat dann die Westpresse gemacht? Sie hat Lügen erfunden von einer angeblichen Hunnensoldateska in Pickelhauben, die kleinen Kindern die Hände abgehackt hätte und sie zum Fenster rausgeworfen hätte in Belgien. Ja, eine klassische, grandiose westliche Propagandalüge, um eben auch Stimmung gegen unser Land in der westlichen Welt und in Belgien zu erzeugen. Hallo liebe Leute, heute ist wieder Hans-Jörg Müller zu Gast und wir wollen uns heute über Geopolitik im 20. Jahrhundert unterhalten. Und warum es so wichtig ist, das zu verstehen, damit wir die Politik heute besser verstehen. Hans-Jörg Müller hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, das ich hier sehr gerne bewerbe. Es geht uns hier nicht darum, die Deutschen zu glorifizieren und die anderen schlecht zu machen, sondern aus unserer Sicht, jedenfalls aus meiner Sicht, ist es so, dass die Deutschen ihre Geschichte aufarbeiten, was gut ist, aber dass die Engländer zum Beispiel oder auch die Amerikaner das nicht tun, dass so der Eindruck erweckt wird, das sind die allerbesten Demokraten, sie sind immer für Demokratie gewesen und wir allein sind die Schuldigen. Und um die Geschichte zu verstehen oder um die Politik heute zu verstehen, ist es auch wichtig, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist. Und wahrscheinlich ist ein Grund dafür, dass viele Leute das nicht glauben können, ist ihr Geschichtsbild. Und ja, da übergebe ich jetzt einmal Hans-Jörg Müller das Wort. Bitte schön. Ja, danke, lieber Johannes, liebe Zuschauer. Wie sind wir denn eigentlich darauf gekommen, jetzt diesen dritten Teil zu machen? Der hat sich entwickelt aus dem zweiten Teil, wo wir ja besprochen haben, wie ist der Ukraine-Krieg entstanden? Wer hat ihn wirklich verursacht? Weil der ihn auslöst, ist ja selten der Verursacher. Da sind wir drauf gekommen, dass es die seit über 30 Jahre aggressive Westausdehnung der NATO war, bis an die russische Grenze, auch dass das schlichtweg das nicht mit den Russen nicht reden wollen und auch keinerlei russische Kompromissvorschläge an sich zu lassen, sondern NATO oder die Vereinigten Staaten als Führungsmacht und die Engländer als ausführendes Organ setzen einfach brutal ihre Interessen durch und riskieren damit eben den Dritten Weltkrieg. Das war ja der Ausgangspunkt, warum wir jetzt diesen dritten Teil machen.
weil es sehr viele Parallelitäten gibt. Einmal die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges vor 1914, die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges vor 1939 und die Vorgeschichte jetzt, ja im Endeffekt des Dritten Weltkrieges, der 2022 über die Ukraine ja ausgebrochen ist. Also es läuft ja schon faktisch der Dritte Weltkrieg, weil es ein Schlagabtausch ist zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, wobei die Vereinigten Staaten ja die bedauernswerte Ukraine eigentlich nur als Rambock und Kanonenfutter gegen Russland verwenden. Und deswegen denke ich, ist es jetzt wichtig, dass man auch die Vorgeschichte der ersten beiden Weltkriege jetzt mal aus einer anderen Perspektive beleuchten, als die uns in den deutschen Medien und in den deutschen Schulbüchern immer beigebracht wird, weil dort stehen ganz klar die sehr einseitigen Siegerblicke der Anglosachsen gegenüber unserem Land und da stehen sehr wenige Fakten drin. Ich denke, jetzt gehen wir mal auf dieses wunderschöne dünne Eis, lieber Johannes, und fangen mal eine Diskussion drüber an, oder? Ja, wunderbar. Also wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz wichtig, das zu tun. Jetzt denken sich viele, ja, die Geschichte, Hitler war schlimm und der Antisemitismus und es dann auch, spielt auch keine Rolle, ob die anderen auch ein bisschen Schuld gehabt haben. Es ist ja nur wichtig, dass Hitler ganz schlimm war und der Rest ist nicht wichtig. Aber das ist sehr wohl wichtig, weil aus meiner Sicht die Täuschung, die wir heute erleben, die funktioniert deshalb so gut wegen dem Geschichtsbild, das die Leute haben, das unvollständig ist. Und aus meiner Sicht, viele glauben nicht, die aus meiner Sicht die primitiv getäuscht wird. Also dass man so wenig zu der eigenen Geschichte steht, oder zu den eigenen Fehlern, wie jetzt beispielsweise aus meiner Sicht die Engländer oder die Amerikaner. Wobei man aber auch verstehen muss, dass das ja wichtig ist, damit sie ihre heutige Politik so betreiben können, wie sie betreiben, weil das ja sehr, sehr stark mit den Menschen zusammenhängt. Genau. Und es heißt ja auch immer, wir sollen aus der Geschichte lernen. Das hat man uns doch beigebracht, jetzt über fast 80 Jahre. Wir sollen aus der Geschichte lernen, aus der Geschichte lernen, aus der Geschichte lernen und nicht aus einem verzerrten Blick einer Seite auf die Geschichte. Aus dem kann man nämlich nichts lernen. Und ich gehe jetzt gleich mal in Medias Res und fange an, Parallelen zu beschreiben. Zum Beispiel. Das Deutsche Reich zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, also um das Jahr 1901 rum, hatte die höchsten wirtschaftlichen Zuwachsraten, auch die höchsten Zuwachsraten in der Demografie, also in den Geburtenraten. Deutschland hatte das weltbeste Bildungssystem mit dem höchsten Lebensstandard inzwischen auch. Und das hat dem englischen Imperium nicht gefallen. Das englische Imperium war es gewohnt, über Jahrhunderte die Welt zu versklaven und auszubeuten. Sklavenhandel, woher kommen die Schwarzen in Nordamerika? Das waren die Sklaven, die die Engländer aus Afrika in ihre damaligen nordamerikanischen Kolonien gebracht haben, um Ausbeutung zu betreiben. Das ganze British Empire, also vor dem Ersten Weltkrieg, war ein Viertel der Landmasse der Erde von den Engländern beherrscht. Und das lief über Ausbeutung und Unterdrückung. Man unterdrückte die örtlichen Bevölkerungen, kaufte sich örtliche Fürsten ein, also zum Beispiel Indien. Wie konnten die kleinen Engländer dieses riesengroße Indien beherrschen? Ganz einfach. Sie haben sich die kleinen indischen Fürsten durch Bestechung und Druck und wie auch immer gefügig gemacht und die haben dann im englischen Auftrag ihre eigenen Leute unterjocht und ausgebeutet. In Manufakturen, mit denen dann zu Hungerlöhnen hier produziert wurde in der dritten Welt unter englischer Herrschaft und dann wurden die Waren monopolartig über die ganze Welt von den Engländern verkauft. Das war das englische Geschäftsmodell über Jahrhunderte. Und dann ist das Deutsche Reich entstanden und hat nicht durch Unterdrückung, nicht durch Ausbeutung von anderen, sondern durch ehrliche Arbeit, durch Bildung und ehrliche Arbeit auf einmal bessere, günstigere Waren hergestellt als das englische Imperium. Und wie ist es jetzt? Jetzt ist natürlich die Führungsrolle von England an die Vereinigten Staaten übergegangen. Und das, was Russland war immer noch genug übrig nach dem Ende der Sowjetunion und das hat man jetzt über 30 Jahre lang, erst hat man es auch ausgebeutet, mit dem Jelzin hat man da ja auch einen bestochen, der das eigene russische Land ausgebeutet hat, hat dann auch wieder die Angloamerikaner Russland ausbeuten lassen. Und dann ist Putin gekommen und hat gesagt, wir lassen uns nicht mehr ausbeuten, wir wollen selber unser Schicksal bestimmen. Und das war dann im Endeffekt schon vor 20 Jahren der Startschuss des Krieges, der jetzt heiß ausgebrochen ist. Das sind die Parallelitäten, die ich sehe. Vielleicht wollen wir noch mal kurz darauf eingehen, auf den Ersten Weltkrieg. Jetzt ist ja die andere Sicht, wird gesagt, es sind alle gleichmäßig schuld, auch Deutschland ist schuld. Es gibt
Forscher glauben das eine, Forscher glauben das andere. Da gibt es natürlich viele Quellen und es, also dass die Theorie, dass jetzt England den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, ist nicht akzeptiert, muss man ganz klar sagen. Also wir haben gelernt, das ist, ja, sind alle gleichmäßig schuld sozusagen. Es war einfach die Kriegslust damals. Aber aus meiner Sicht ist interessant, wenn man sich die Motivation genauer anguckt. Deutschland war auf dem Weg, England zu überholen. Und wichtig, es sollte eine sogenannte Bagdadbahn gebaut werden, mit der über Land Waren transportiert werden können. Die wurde aber nicht fertiggestellt. Und wenn jetzt diese Bagdadbahn fertiggestellt worden wäre, dann wäre es ja so gewesen, dass die englischen Schiffe eine geringere Rolle gespielt hätten. Und also aus meiner Sicht, man sieht hier die Motivation, es hat Deutschland eigentlich gar kein Motiv, jetzt großen Weltkrieg vom Zaun zu brechen, weil sie waren sowieso auf der Überholspur. Wohingegen bei England hatte sehr wohl ein Motiv, weil sozusagen ihre Macht verloren ging, weil ihre Seemacht weniger wichtig zu werden drohte, wenn Deutschland diese Bagdadbahn fertig gebaut hätte. Das sind jetzt einfach die Motive. Ja, vielleicht wollen Sie da noch was dazu ergänzen, was ich jetzt vergessen habe. Ja. Bist du es vergessen? Entschuldigung, geduzen. Ja, wir erzählen ja, gut, jetzt machen wir den dritten Teil. Wir kommen uns langsam näher. Da Johannes und ich jetzt sind wir schon beim Du gelandet. Wenn wir dann irgendwann mal den 20. Teil machen, dann werden wir uns in den Armen liegen. Ja. Also, ja, also der Vergleich mit der Bagdadbahn ist sehr gut, weil die Bagdadbahn wäre ein Transportkorridor gewesen von Asien nach Europa, den Deutschland geendet hätte und man hätte überhaupt keine englischen Schiffe mehr gebraucht, um Waren aus Asien nach Deutschland zu holen. Und damit war dann auch im Endeffekt die englische Dominanz über den Suezkanal nicht mehr wichtig. Und deswegen hatte das Motiv nur England. Das Deutsche Reich hatte kein Motiv auf einen Weltkrieg. Das hatte nur England, um damit zu verhindern, auf friedlichem Wege den Wettbewerb gegen das Deutsche Reich zu verlieren. Das ist ganz klar. Man erkennt auch die englische Motivlage. Das Deutsche Reich hat dann 1916 einen Friedensvorschlag unterbreitet für einen fairen Ausgleichsfrieden zwischen allen Beteiligten, ohne dass einer den anderen übervorteilt hätte. Der wurde von England brüsk abgelehnt. Daran sieht man auch wieder die Motivlage. Ja, wenn alle hineingeschlafwandelt wären, dann hätte England auch ein Interesse gehabt. Es sind ja auch seine Söhne an der Front gestorben. Ja, also auch da sieht man ganz klar die Motivlage, wer den Ersten Weltkrieg verursacht und vom Zaun gebrochen hat. Jetzt gehe ich wieder in die Parallelität rein zwischen Bagdadbahn und jetzt der NATO-Aggression gegenüber Russland. Über die Bagdadbahn hätte man dann die Seewege nicht mehr gebraucht. Das wäre das Todesurteil für die englische Weltherrschaft gewesen. Und wir haben ja im letzten Teil auch schon die Mackinder-Theorie, die Herzland-Theorie diskutiert, die ja beim führenden US-Geopolitiker, dem Zbigniew Brzezinski, also das polnische Herkunft, ganz klar drinsteht, dass Amerika niemals akzeptieren kann, dass sich die eurasische Landmasse, also sprich Russland und Deutschland als europäisches Kernland, zusammenschließen, weil dann könnten die auch wieder einen Handel treiben und einen Wirtschaftsraum dominieren, auf den die Anglosachsen keinen Einfluss hätten. Und deswegen muss das unbedingt verhindert werden, im Endeffekt auch durch eine Zerstückelung Russlands und durch die Aneignung der russischen Rohstoffquellen durch die Vereinigten Staaten. Und die Europäer spielen in dieser Theorie nur die Rolle der nützlichen Vasallen. Alle Europäer, Ukrainer, Deutsche natürlich an erster Stelle. Ja, so, das hat Zbigniew Brzezinski, wann hieß das? The Grand Chessboard, Amerikas einzige Weltmacht. Das kam so vor 20, 25 Jahren raus, das Buch. Wenn die Bagdadbahn fertig gebaut wäre, worden wäre, dann hätte eben dann das türkisch-osmanische Reich und Deutschland, Österreich, Ungarn diese eurasische Landplatte dominiert. Also musste gegen diese Mächte Krieg geführt werden. Also es ist offensichtlich, wie parallel das heute wieder läuft, jetzt im Ukraine-Krieg, wie es dazu gekommen ist und wie es auch schon zum Ersten Weltkrieg gekommen ist. Und jetzt werden vielleicht viele Leute sagen, ja, das glauben wir nicht. Es ist also in allen Geschichtsbüchern, die wir in der Schule gesehen haben, steht es anders. Und es ist jetzt sozusagen Aussage gegen Aussage. Also wir verlinken auch noch in der Literatur, die jetzt diese Sichtweise unterstützt, verlinken wir. Aber dann bitte ich zu bedenken an all diejenigen, die jetzt sofort sagen, das ist ja Unsinn. Wenn man jetzt an die vergangenen Ergebnisse zurückdenkt, an die vergangenen Ereignisse und wie die Medien berichtet haben, dann sieht man, dann ist die Täuschung offensichtlich. Die Täuschung, die ist völlig offensichtlich. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn es in den letzten 20 Jahren so war, warum soll es früher anders gewesen sein? Warum sollen die Medien anders ehrlich gewesen sein? Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, Biden ist ziemlich alt, Joe Biden.
Und der macht diese Politik mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit. Das heißt, er ist diese Politik über die vergangenen Jahrzehnte gewohnt gewesen. Das ist völlig Normales, zu täuschen, zu lügen. Also ohne Hemmungen. Das bitte ich einfach zu bedenken. Und wie gesagt, wir haben wir setzen die Links, die Literaturlinks, wo die Ereignisse, also wo sich Autoren die große Mühe gemacht haben, in die Archive zu gehen und die ganzen Ereignisse nachzuskizzieren. Weil ein Trick ist auch, dass diese ganzen Ereignisse, das ist alles auffindbar, das kann man alles nachprüfen, nur das liegt in irgendwelchen Archiven und dort wird es nicht aufgegriffen. Also unsere Medien greifen das nicht auf, die Informationen sind da, aber es muss dann eben jemand, muss das aufgreifen, wenn die Medien das machen oder die Geschichtsschreibung bei uns das nicht berücksichtigt, dann passiert das eben nicht, dann liegen die Sachen da eben einfach rum. Wenn man zu Lügen zum Beispiel übergeht, ja, wir haben uns schon drüber unterhalten. Also man darf ja, es ist ja inzwischen wird man sogar schon strafrechtlich verfolgt, wenn man die Lügen der Westpresse und die Lügen der bundesdeutschen Regierung nicht glaubt, was in Butscha passiert ist. Also ich kann das jetzt deswegen auch nur beschreiben und keine eigene Stellungnahme dazu beziehen. So gefährlich ist es ja schon geworden, in Deutschland eigene Meinung zu äußern. Also es wird behauptet, dass in Butscha die russischen Truppen Zivilisten, ukrainische Zivilisten hinterrücks umgebracht hätten, auf bestialische Art und Weise. Es gibt Tote in Butscha. Wenn man sich mit dem Fall näher beschäftigt, wird man feststellen, dass es sehr viele Widersprüche gibt zu dem, was dort passiert ist, im Vergleich zu dem, was unsere Regierung oder unsere Medien darüber behaupten. So. Und wie ist es gelaufen 1914? Zum Beispiel, da hat es dann geheißen, das Deutsche Reich hätte Belgien überfallen. Das ist schon mal die erste Lüge. Sondern als der Krieg von England und Frankreich ausgelöst wurde, dann gegen das Deutsche Reich. Da spielt auch keine Rolle, wer wem den Krieg erklärt hat. Die Vorgeschichte ist wichtig. Er hat das Deutsche Reich angesucht bei der belgischen Regierung und darum gebeten, für Geld durch Belgien hindurch marschieren zu dürfen, die belgische Eisenbahn benutzen zu dürfen für den Transport deutscher Truppen an die französische Nordflanke, weil natürlich Belgien im Norden an Frankreich grenzt. Das war eine offizielle diplomatische Anfrage der deutschen Regierung, für Geld das machen zu dürfen, weil das ja lebenswichtig für unser Land, sich hier gegen Frankreich verteidigen zu können. Dann hat das aber die belgische Regierung abgelehnt auf französischen Druck. Erst dann sind die deutschen Truppen in Belgien einmarschiert, aber haben sich sehr anständig verhalten gegenüber der Bevölkerung, weil gegen Belgien lag ja nichts vor. Man brauchte das leider als Aufmarschgebiet dann gegen Frankreich. Und was hat dann die Westpresse gemacht? Sie hat Lügen erfunden von einer angeblichen Hunnensoldateska in Pickelhauben, die kleinen Kindern die Hände abgehackt hätte und sie zum Fenster rausgeworfen hätte in Belgien. Ja, eine klassische, grandiose westliche Propagandalüge, um eben auch Stimmung gegen unser Land in der westlichen Welt und in Belgien zu erzeugen. So, da ist es ganz klar, dass das eine Propagandalüge war. Diese Butscha-Geschichte sieht in vielen Dingen dem sehr ähnlich. Mehr kann ich mir nicht leisten, hier zu sagen. Also hier sieht man, wie gelogen wird. Gehen wir mal in das Jahr 1964 kurz rein. Amerika wollte unbedingt den Vietnamkrieg führen. Dann gab es angeblich den Zwischenfall von Tonkin, in dem angeblich ein nordvietnamesisches Schiff, ein amerikanisches, beschossen hätte. Das war dann der Vorwand für den Kriegseintritt der USA. Diesen Zwischenfall hat es nie gegeben, das wissen wir heute auch. Das heißt, die Vereinigten Staaten oder der Westen erfindet auf brutale Weise die unglaublichsten Lügengeschichten, um seine Aggressions- und Ausbeutungs- und Kriege gegen die andere Welt zu führen. Und damit muss endlich einmal Schluss sein. Im Sinne der Humanität und im Sinne einer historischen Gerechtigkeit. Jetzt stellen sich vielleicht viele Zuschauer die Frage, ja, warum sollten die denn lügen? Die können doch einfach so einmarschieren. Also zum Beispiel, ich habe das früher gedacht. Warum sollten die USA oder warum sollten die Erfindungen in die Welt setzen? Sie können es doch einfach so machen. Sie sind doch die mächtigste Militärmacht der Welt. Sie könnten doch einfach so gehen, so reingehen. Sie müssten doch niemanden fragen. Sie müssten nichts erfinden. Sie müssten sich doch von niemandem rechtfertigen. Sie könnten es doch einfach machen. Das war, daran habe ich geglaubt. Deswegen habe ich auch diesen Geschichten geglaubt, eine Zeit lang. Aber was man verstehen muss, ist, dass ja die USA oder auch England, dass das Demokratien sind. Also nicht funktionierende Demokratien, aber es wird abgestimmt. Also die Bevölkerung stimmt ab. Nochmal ganz kurz, warum sind es keine funktionierenden Demokratien?
weil die Medien, wie man an ganz vielen Beispielen belegen kann, gleichgeschaltet sind. Und wenn die Leute sich ihrer Meinung nicht bilden können, weil sie keine Informationen haben, dann kann man aus meiner Sicht nicht von einer Demokratie sprechen. Also jedenfalls nicht von einer funktionierenden Demokratie. Aber jedenfalls können die Leute abstimmen. Und die USA, dort wird gewählt. Seit jeher wird gewählt. Das heißt, auch dass die Soldaten in den Krieg ziehen, die müssen ja daran glauben. Was mir ganz wichtig zu wissen ist, dass die Amerikaner selbst, die Bevölkerung, wollte nicht imperialistisch sein, sondern die wollten eigentlich isolationistisch sein. Die wollten miteinander nichts zu tun haben. Also mussten immer irgendwelche Geschichten erfunden werden, um die Bevölkerung dazu zu bringen, für den Krieg zu sein. Also deswegen ist diese Propaganda so wichtig, nicht nur um die Welt zu überzeugen, sondern vor allen Dingen um die eigene Bevölkerung zu überzeugen. Ja, ja. Und du hast auch gerade selber gesagt, bloß weil man eine Demokratie ist, heißt es noch lange nicht, dass man nicht aggressiv ist. Die ganze Geschichte der Vereinigten Staaten besteht aus Aggressivität, Vernichtung der Ureinwohner. Das ganze südwestliche Drittel der Vereinigten Staaten wurde in räuberischen Eroberungskriegen 1848 den Mexikanern weggenommen. Ja, die Einverleibung von Hawaii, klassischer kolonialer Ausbeutungs- und Eroberungskrieg. Da ging es um die Zuckerrohrplantagen, die von den amerikanischen Konzernen genutzt wurden, um die Hawaiianer auszubeuten. Und die haben sich dagegen gewehrt, also musste ein Krieg vom Zaun gebrochen werden, um sich Hawaii einzuverleiben. Auch 1941, man hat von der US-Seite Japan mit ähnlichen Sanktionen damals belegt wie heute die Russische Föderation. Japan hatte kein Interesse an einem Krieg gegen die Vereinigten Staaten, weil sie viel zu sehr engagiert waren in ihrem Krieg in China. Sie hatten keine Lust und keine Ressourcen für einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten. Aber die Vereinigten Staaten mussten Japan aus ihrer Sicht aus dem Wege räumen, um ihre Expansionen weiterzuführen. Was hat man dann gemacht? Man hat die Japaner stranguliert bis zum geht nicht mehr durch Sanktionen wie heute gegenüber Russland, dass Japan nur noch die Wahl hatte, zu kapitulieren, ohne dass ein Schuss abgegeben wurde, sich dem amerikanischen Einfluss zu unterwerfen, das eigene Land zu öffnen, den amerikanischen Konzernen, damit die genauso Japan ausbeuten und die japanische Bevölkerung, wie sie es immer auch mit den Bananenrepubliken bis heute machen, in Mittelamerika. Und dann hat Japan keine andere Chance mehr gesehen, als durch einen Präventivschlag, Pearl Harbor, das liegt übrigens auf Hawaii, zu versuchen, aus dieser ökonomischen Erdrosselung durch die Vereinigten Staaten rauszukommen. Interessanterweise wussten die USA von den Angriffsplänen. Sie haben ihre ganzen wertvollen Flugzeugträger alle aufs Meer hinaus beordert, haben dann nur den Schrott alter Schlachtschiffe in Pearl Harbor zurückgelassen und waren dann so froh, dass die Japaner ein paar davon versenkt haben, weil sie dann auch wieder einen Grund hatten für diesen Kriegseintritt und die eigene Bevölkerung hinter sich zu bringen, die diesen Krieg auch nicht wollte. Also man sieht das jetzt. Das Muster wiederholt sich immer wieder. Und was wir heute haben, Vereinigte Staaten, Anglo-Sachsen gegen Russland, das hatten wir 1941 gegen Japan, das hatten wir 1914 gegen das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn und die Türkei. Und das hatten wir auch 1939, dieses Muster. Wollen wir uns trauen, noch da ein bisschen drüber zu reden, oder ist es dir zu heiß?